Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Toilet in Wonderland. Wir müssen noch herausfinden, was sich hier rechts befindet. Nicht, dass der Fisch uns wieder hier schnappt, aber es scheint nicht so zu sein. Wow, was ist das für ein Ort? Cool, was ist das? Heute ist es wirklich kalt. Das sieht irgendwie gruselig aus, dieses Wesen. Ich dachte, mit dem könnten wir reden, ist aber nicht so. Du suchst nach etwas? Tja, ich hoffe, dass du es eines Tages finden wirst, das, wonach du suchst. Wow, das ist aber hübsch hier. Hallo, bist du ich? Bin ich du? Wie wäre es, wenn wir uns neben uns selbst setzen vielleicht? Ich probiere das mal. Nee. Oder so? Das scheint es auch nicht zu sein. Oder dahinter? Na gut, scheint nicht zu funktionieren. Dann gehe ich mal auf die Toilette. Dann haben wir es ja schon bald geschafft. Ich hoffe nur, dass sich jetzt nochmal ein Weg für uns öffnet. Oh, ein Brief. Wenn du das hier liest, werde ich nicht mehr in dieser Welt sein. Ha, als ob. Ich genieße meine Zeit hier in Ocean City. Das war's. Peace. Krabbe. Wir haben den Brief von der Krabbe erhalten. Okay. Uns fehlen auch nicht mehr so viele Sachen, ne? Was steht hier? Wir haben unseren Vater besiegt. Juhu. Damit haben wir eine von 8 Extra-Aufgaben oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Geschafft. So, jetzt müssen wir nochmal uns hier umschauen. Ah. Oh. Schaut mal. Zwei neue Gräber. Und ist das hier unser Freund? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich bin es. Derjenige, dem du einen Namen gegeben hast. Da du mir eine Identität gegeben hast, war ich in der Lage, dich nochmal zu treffen. Diese Chance werde ich nicht verstreichen lassen. Von jetzt an werde ich dich beschützen. Komm schon, lass uns gehen. Du hast einen Freund erhalten. Plurlop. Ich weiß auch nicht, wie nennen wir. Ah, cool. Also jetzt müssten wir aber wirklich vollständig sein. Yay! Der ist ja so niedlich. So, dann gucken wir uns hier mal. Oh, das Grab von Vater. Gruselig. Okay, aber hier müsste doch eigentlich irgendwas sein. Hier ist ja gar nichts. Ich meine, die Liedeinspielung hat sich schon gelohnt. Das hat schon gereicht. Keine Ahnung. Wir könnten. Ich glaube, das lässt ihn ziemlich kalt. Tja. Sit down. Jump. Headspin. Kein Plan. Wir können ja leider nicht rülpsen, sonst würde ich ihm ja nachmachen, aber wir können noch mal punch. Nee. Scheint aber nichts zu bringen, oder? Ich schlage ihn ganz oft, aber. Ich glaube nicht, nee. Aber es hat was funktioniert. Ich probiere mal nochmal. Nee, es muss schon auf. Also ich habe zwei verschiedene Knöpfe und wenn ich den einen drücke und es nicht passiert, dann hat das scheinbar. Dann funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Okay, ich glaube, es geht nicht. Ist ja schade. Komisch. Ob hier nicht wirklich noch was ist? Tja. Da stand eben gar nichts. Krass sieht das hier aus. Dieses Gekritzel im Hintergrund erinnert mich ein bisschen an Eve. Einfach wegen so. Okay, Sekunde mal. Was mache ich hier eigentlich? Ich sollte nochmal speichern. Oh nein. Nein! Ui! Oh. Das ist so süß, sie guckt dann immer so glücklich. Es scheint, sie möchte dich begleiten. Okay. Du hast einen Freund erhalten. Verstopfung. Okay. Das ist die Verstopfung höchstpersönlich? Oh, wie niedlich. Sie sitzt da jetzt. Ich werde mal auf einem neuen Speicherplatz speichern. Wow. Okay, wahrscheinlich soll dieser Ort hier die Verstopfung. Nee.
Wahrscheinlich stellst meinen Darm da. Na toll. Oh, das sieht echt eklig aus. Ich will gar nicht genau drüber nachdenken, was das darstellen soll. Oh ja. Hier muss ich ja wirklich nur dem Weg folgen. Was haben wir denn hier? Da geht's doch bestimmt lang. Nein, nein. Was ist das? Hui! Guck. Ich glaube, das war eine böse Version von uns selbst oder so. Ist ja gruselig. Wo hatte ich gespeichert? Okay, nicht so schlimm. Aber ich muss gleich nochmal ein bisschen näher da dran speichern. Müssen wir nicht ganz so lange laufen. So, hier schön langlaufen. Und speichern. Ja. Da können wir ja jetzt drüber speichern. Okay. Schnell, 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 schnell. Da ist ein Kopf, da ist ein Kopf. Nee, da geht nichts. Oh mein Gott, das sind ja total viele. Oh, oh, oh. Was? Ich speichere nochmal. Hallo? Au! Und was sagt das hier? Der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz! Schnell, befreie mich von diesem Schmerz! Es schmerzt, töte mich! So viel Schmerz, töte mich! Hätte ich doch nur das zweite Kapitel von Barefoot Gen. Ach, ich glaube, das ist so ein Manga über. Über Hiroshima, die Atombomben oder sowas. In deinem Menü, geh zu Actions und töte mich. Ah, okay. Hm, sicher? Ich probier's mal. Oh, es tut mir leid. Aber ihr wolltet es. Okay. Wir haben Jorgmos weinende Maske des Schmerzes erhalten. Na super. Das hört sich ja gut an. Was haben wir denn jetzt alles? Es fehlen uns nur noch zwei Items, dann haben wir alles. Oh Mann. Oh nein, seht mal. Mein Kopf weint. Oh, ich weiß nicht, ob ich woanders noch lang muss. Ich speichere hier nochmal. Ich gucke nochmal kurz, ob hier südlich was ist. Ob hier nochmal so ein Muschelweg ist. Nicht... Lass mich in Ruhe! Hier ist immer... Oh, ah, oh! Vielleicht sollte ich auch tanzen? Wie war denn tanzen? Ist es dieses Tanzen hier? Nein! 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 Ah! Hä? Was macht ihr denn da alle? Ihr seid ziemlich verrückt. Das ist aber das Tanzen, glaube ich, was ich hier mache. Ich gucke mal, ob ich... Oh. Huh? Oh. Oh. Wieso auch nicht? Sie schmeißt einfach mal mit Verstopfung nach diesen Typen. Okay. Hier geht's nicht lang, oder? Diese Wege hier? Ich glaube nicht. Ich speichere nochmal. Was sind das hier für Dinger? Scheinbar nichts. Also diese Statuen sind echt... Mhm. Oh. Da ist... die letzte Toilette? Danke. Gerne? Aber... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alle guten Dinge müssen ein Ende finden. Da du dich so sehr angestrengt hast, hast du nun endlich die Chance, deinen Pupi zu treffen. Ach, was für eine Freude, nicht wahr? Aber sich vorzustellen, was für einen Verlust du erlitten hast, als du es hinunterspülen musstest, die Toilette. Oh, das ist kaum in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob dir das helfen wird, aber trotzdem. Hier, nimm das.
Wir haben Stuhlerweicher erhalten, damit es nicht so schmerzhaft ist. Naja, um ehrlich zu sein, ist das nur, um mich zu beruhigen. Oder, naja, egal. Was du wirklich brauchst, ist letztlich Liebe, Mut und Freundschaft. Und dann kannst du dich darauf konzentrieren, dir den Hintern danach abzuwischen. Ah, die Erleichterung ist so groß. Bald erreichst du den Klimax. Alter, ihr habt doch alle eine Klatsche in diesem Spiel. Okay, dann setzen wir uns mal. Okay, vielleicht kommen wir jetzt sogar schon durch diese Tür, ich weiß nicht genau, aber eigentlich fehlen uns noch zwei Items. Aha, wir haben uns wieder vereinigt mit unserem Vater. Ah, wir kommen hier durch. Mal schauen. Es soll ja tatsächlich verschiedene Enden geben. Okay. Ein sehr langer Weg. Nur ein paar wenige Auserwählte leiden unter Verstopfung. Und nur jene wenigen Auserwählten dürfen eine Welt wie diese besuchen. Es ist jedoch eine Schande, denn einer von ihnen... Sekunde. Ach so, weil einer von ihnen wird sehen, wie seine Welt ein Ende findet. Nein! Jetzt, wo wir keine Verstopfung mehr haben, wird diese Welt zusammenbrechen. Der Schmerz, die Trauer und schließlich der Hass jener, die unter Verstopfung leiden. Das ist es, woher es seine Kraft nimmt. Ich selbst habe immer versucht, ihren Schmerz zu lindern. Ich habe immer versucht, ihr Leiden zu erleichtern, immer und immer wieder. Du weißt, wie es sich anfühlt, etwas immer und immer wieder zu tun, nonstop, nicht wahr? Es ist, wie wenn man versucht, diesen aufdringlichen braunen Fleck immer und immer wieder wegzuwischen. Ich bin so erschöpft. Mir reicht es. Ich habe keine Lust mehr auf diese Welt und möchte deshalb, dass auch ich weggespült werde. Es ist an der Zeit für jenen, der diese Welt geschaffen hat, die Verantwortung zu übernehmen. Du hast mich gehört. Du bist jetzt dran, das hier endlich zu beenden. Sobald du in die reale Welt zurückkehrst, wird diese hier hinuntergespült werden. Los! Nimm deinen ganzen Mut zusammen und deine ganze Courage. Beende es. Beende diese Welt. Okay, ich werde es tun. Diese Welt muss jetzt ihr Ende finden. Ich muss jetzt auf Toilette gehen. Es ist an der Zeit, es rauszulassen. Yay! Das waren alles Momente aus ihrem realen Leben, oder? Wenn ich das eben richtig verstanden habe. Was geschieht hier? Der Avatar der Irregularität steigt hinab. Horizon attackiert. Mira attackiert. Ja. Pluto lacht den Mond an, attackiert. Hat das gar nichts gebracht? Bottom attackiert. Der Avatar der Irregularität attackiert. Nein! Horizon wurde ein Haufen Fleisch. Nein. Mira attackiert. Pluto lacht den Mond an, attackiert. Wieso ist er so schwach? Verdammt. Bottom attackiert. Der Avatar der Irregularität attackiert. Nein, Bottom ist auch gestorben. Mira attackiert. Und jetzt leider wieder Pluto lacht den Mond an. Der bringt ja nichts.
Oh nein, der Avatar greift wieder an. Oh, er hat uns beschützt. Die Gesetze der Defecation bedeuten nichts. Ja, der Feuerlöscher. So, jetzt sind es also nur noch wir beide. Alle haben hart gekämpft und sind gestorben. Für dich. Schau nicht so traurig. Ich möchte wieder das Lächeln auf deinem Gesicht sehen. Verdammt nochmal. Das lasse ich mal durchgehen. Na toll, jetzt bin ich ganz rot vor peinlicher Berührtheit. Ha. Ich habe mir immer gewünscht, dass du in letzter Minute auftauchst. Und ganz cool ausschaust. Ach so, nee, sorry. Ich wollte immer, dass du mich siehst, wie ich in letzter Minute auftauche und total cool ausschaue. Jetzt achte genau auf mich. Das ist die Art und Weise, wie man einen Feuerlöscher korrekt anwendet. Selbstzerstörungsattacke! Nein! Das hat nicht gereicht, oder? Oh mein Gott. Okay, es hat doch gereicht. Aber wir haben unsere Freunde verloren, die wahrscheinlich ja gar nicht real waren oder auch, was weiß ich. Ich weiß es doch auch nicht. Dieses Spiel ist verrückt einfach nur. Oh nein. Freunde, nein. Er ist tot. Ist mir egal, dass ich sterbe. Was mir wirklich Schmerzen bereitet, ist zu wissen, dich nicht mehr zu sehen. Ach, es tut mir so leid. Oh, er ist voller Maden. Der Feuerlöscher kann nicht mehr benutzt werden. Ja, Sekunde, wieso? Ich kann auch nicht ins Menü, also es ist nicht so, als wenn ich irgendwas machen könnte, denke ich. Ja, dann gehen wir wohl ins Licht. Oh. Oh, nicht weinen. Oh, Manu. Es tut mir leid. Ich fürchte, wir haben nicht das schönste Ende gefunden. Was rede ich da eigentlich? Dieses Spiel ist total krank. Es ist egal, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ende ist. Es ist so oder so wahrscheinlich total sinnlos. Aber irgendwie, dann ist das ganz sicher möglich, dass alle überleben. Weil wir haben ja auch gar nicht alle Items und sowas. Team Nonsense. Das Tool war das RPG GQ 2000. Dam, da, dam, 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 dam. Voll geil. Geil. Ja, der Abspann ist auch nochmal so richtig verrückt. So wie es uns gefällt. Ah, Influence, also Einfluss und Referenzen Alice in Wonderland, Human Nikia, Uni, Legend of Zelda. Silent Hill? Whatever I found ist auch nicht schlecht. Was auch immer ich gefunden habe, habe ich benutzt. Mhm. Ah, hier sind die Übersetzer. Vielen Dank nochmal, voll cool. Oh nee, Mario. Bin für immer geschädigt. Ah ja, Kuh-Armee, super. Wer ist das im Hintergrund? Jetzt wird noch ein bisschen auf den Bergen gedanced. Alles ist gut. Ach, verflixt. Ja, das muss irgendwie besser gehen. Auf jeden Fall. The End. Ja, das war wirklich sehr kurz, ne? Das Spiel. War nicht besonders lang, leider. Aber ich meine, es hat auch gepasst. Es war ja so verrückt. Ich meine, sehr lange kann ein Spiel ohne richtige Story ja auch nicht getragen werden. Das muss man einfach auch mal sagen. Okay, der The End Screen, den kann ich gar nicht wegmachen. Ja, was würde ich sagen? Ich denke, wir beginnen dann mit einem anderen RPG-Maker-Game. Ich habe da schon ein Horror-Game in Aussicht. Und ich werde aber zusehen, dass ich
hier das so zusammensammle, was wir brauchen, um die anderen Enten zu kriegen. Aber ich glaube halt nicht, dass ich das schaffe von einem Tag auf den anderen. Da brauche ich wahrscheinlich ein paar Tage einfach für. Aber ich möchte auf jeden Fall auch noch mal sehen, was da noch möglich ist, weil uns fehlt ja doch einiges. Und dann würde ich das einfach so zusammenschneiden, immer wenn ich was gefunden habe, zu noch mal einem Video. Ja, so stelle ich mir das vor. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Es war auf jeden Fall sehr lustig gewesen und total verrückt. Und in einem Video sehen wir uns nochmal. Ich weiß halt nur nicht genau wann, aber das kommt auf jeden Fall noch. Alles klar, dann freue ich mich schon auf unser nächstes Projekt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.